Ich wünsche dir einen wunderbaren, schönen guten Morgen. Schön, dass du da bist. Lass uns zusammen starten mit Gebet. Vater, danke schön für den wunderbaren Morgen. Danke, Vater, dass du so viel auf dem Herzen hast, Herr. Vater, und ich bete, Herr, dass wir die Äuglein aufmachen, die Ohren aufsperren, Herr, was du alles heute uns zeigen möchtest und uns lehren möchtest, Herr, in deiner Kraft, in deiner Liebe, mit deinem Frieden in dieser Welt zu leben. Amen. Amen. Jo, Gott will dich heute Morgen erfrischen, ermutigen und stärken. Und das macht er ganz besonders und sein Lieblingsweg ist sein Wort direkt. Aber ich finde das auch interessant, wenn man so ein bisschen guckt, was in der Welt gerade passiert. Und ich arbeite mich da nicht ein bisschen ins Detail, aber ich finde das so interessant, geistliche Wahrheiten daraus zu lernen, was du gerade siehst oder hörst. Und selbst wenn das Fake News ist, kann man nur noch was daraus lernen und beziehen auf unser geistliches Leben. Und ich finde das so interessant, wie verschiedene politische Parteien, Mächte argumentieren und rechtfertigen, warum sie sagen, das ist meins. Das sehe ich bei meinen Kindern. Das ist manchmal nicht zu viel Niveauunterschied zur Politik. Menschen sagen, das ist meins. Und das rechtfertigen sie auf ganz verschiedene Arten und Weisen. Manchmal hat das mehr mit Realität und Wahrheit zu tun, manchmal weniger. Aber wir können so viel davon lernen und das ist für mich manchmal erschreckend, mit was für Kühnheit und Opferbereitschaft Menschen dafür eintreten, was meins ist, was sie denken, was ihres wäre. Und ich oft in meinem Glauben mit einer Lockerheit die Dinge eigentlich abgebe und liegen lasse, die Gott für mich hat. Die Gott mich nur schenken will, sondern sogar schon geschenkt hat. Und dafür dürfen wir mal aufschlagen in Josua Kapitel 1, wo Gott Josua ermutigt und mich berührt das jedes Mal, wenn ich das lese, wie tröstend und wie ermutigend, wie wunderbar Gott als Vater zu seinem Jungen hier spricht. Also so schön. Wir sehen das auch später, dass in Josuas Herz Dinge noch sich am Entwickeln waren. Also das war nicht der perfekte Leiter, der alle 125 Qualifikationen schon 1A konnte, drauf hatte, sondern das war ein Mensch im Prozess, so wie du nicht. Und ich starte mal gleich in Vers 3, wo es heißt in Josua Kapitel 1, Vers 3, jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Vers 5, niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Vers 6, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen geben werde. Und dann die nächsten Verse ist immer wieder, wo Gott sagt, hab keine Angst, sei mutig, sei stark, ich habe es versprochen, ich habe es geschworen, du bist derjenige, der das erleben und sehen wird. Und wie wunderschön ist, wenn wir uns immer wieder von davon ermutigen lassen. Was Gott uns gegeben hat, das werde ich erleben. Und so interessant ist es, wenn man ein bisschen schaut, was Gott eigentlich geschworen hat. In Vers 4 wird das so ein bisschen beschrieben, die Ausmaße und Abmessungen von diesem Land. Das Volk Israel war in Ägypten in der Gefangenschaft, ist ausgezogen und hatte das Ziel, nicht einfach eine kleine Reise zu machen, sondern es hatte das Ziel, dieses Erbe von diesem Riesenstück Land einzunehmen. Und wenn wir sehen, was Israel tatsächlich eingenommen hat, im Vergleich zu dem, was Gott eigentlich verheißen hatte, war das etwa 20%. Wenn du das mal so Pi mal Daumen guckst, wie Israel zur Zeit von Josua war, in dem Vergleich zu dem, was Gott eigentlich versprochen hatte. Es ist 20% etwa. Vielleicht sogar noch weniger. Wie viel von deinem Erbe nimmst du in Anspruch? Ein Fünftel hat Josua eingenommen. Und dann ist immer so ein bisschen, bei David war es ein bisschen mehr, dann wurde es wieder weniger, hatten sie gar nichts mehr, in Gefangenschaft, kamen sie wieder zurück. Und zur Zeit von Jesus war es wieder ein bisschen weniger. Und ich meine, die Römer waren eh die Herren, das heißt, theoretisch hatten sie gar nichts. Also nie in der Geschichte von Israel hatten sie auch nur annähernd die Hälfte von dem Erbe, was Gott ihnen versprochen hatte. Zu Abraham schwört Gott vom Nil bis zum Euphrat. Euphrat ist so Richtung Irak, Iran. Das ist ein Riesengebiet. Das heißt, die Einstellung, mit der das Volk Israel aus Ägypten hätte losziehen sollen, wäre folgende.
Die Bibel sagt, sie sind gestartet in der Stadt Ramses. Ramses liegt schon östlich vom Nil. Das heißt, sie wären aus ihrer Haustür rausgegangen und wussten, das ist mein Land. Und Ägypter, was läufst du eigentlich auf meinem Land rum? Was baust du dein Haus einfach auf meinem Land? Dann kommen sie durch die Wüste, permanent am Murren, am Beklagen, am Gott anzweifeln, anklagen, den Leiter anklagen, obwohl sie sich bewusst sein müssen, das ist doch mein Land, auf dem ich gerade lebe und das Gott mir gegeben hat. Das heißt, was läuft so eine dahergelaufene ägyptische Armee hier rum? Wer hat denen das Recht gegeben, auf meinem Land zu laufen? Und dann ist da ein Meer und Gott sagt ihm, Mose, mach das, was ich seit Abraham wiederhole. Sag dem Wasser, was machst du auf meinem Land? Husch, husch, husch. Du machst nichts auf meinem Land, ohne dass ich es dir erlaube. Also Wasser, tschack. Geh irgendwo hin, wo du willst, aber nicht auf meinem Land. Also das ist die Einstellung, mit der sie hätten starten, reisen und leben sollen. Aber wir sehen, dass durch die ganze Wüste hindurch und bis später das Volk, das Land nicht mal reinkommt teilweise oder nicht ganz in Anspruch nimmt. Und in Hebräer 3, Vers 19 lesen wir den Grund, wir sehen, dass sie nicht eingehen konnten wegen nicht einfach nur Sünde. Das ist ja manchmal so ein bisschen die einfache Antwort, ja, warum hast du Probleme irgendwie da oder da? Ja, Sünde. Ja, aber es ist irgendwie noch ein bisschen griffiger, wie die Bibel uns das sagt, Unglaube. Das heißt, ich nehme das Wort Gottes nicht so, wie es Gott mir präsentiert. Sondern ich setze da ein paar Bedingungen dazu. Ich sage, ja, aber wegen meiner Vergangenheit, wegen meiner Zukunft oder Gegenwart ist das nicht oder das nicht oder nehme was weg. Das ist Unglaube. Ich nehme das nicht als wahr, was Gott mir zuspricht. Und dieser Glaube, der wie uns hier präsentiert wird, ist nicht ein Glaube, der hofft, dass er Dinge von Gott bekommt, sondern nimmt, was Gott mir gegeben hat. Glaube geht ganz stark darum, dass ich nehme, was mir gehört. Und dann habe ich keine Rechtfertigung, die sich auf zwei Generationen in meiner Vergangenheit beruht, wie wir es heute oft haben, sondern dann habe ich einen Gott, der mir seit Schöpfung dieser Welt ein Erbe zuschreibt, überwiesen hat, was mir gehört. Und ich darf mit diesem Selbstverständlichkeit oder Selbstverständnis darf ich leben, dass Dinge mir gehören und ich sie mir nehmen darf. Und wir sehen in der Welt eine Kühnheit und Opferbereitschaft, Dinge zu nehmen, von denen man meint, dass es mir gehören würde, von dem wir was lernen können, von dem die Israeliten lernen können. Und wir sehen das in Josua 1, dass das Erbe riesig ist, vom Nil bis zum Euphrat, vom Norden bis zum Süden. Das heißt so, dort, wo du die Sonne untergehen siehst, bis dahin gebe ich dir das Land. Und 20%, ein Fünftel nehmen sie nur. Gott hatte seit 8 Generationen, angefangen bei Abraham, gesagt, ich werde dir dieses Land geben. Das ist kein Segen, das ist ein Erbe. Ein Erbe wird dir nicht gegeben, weil du alles immer richtig machst. Weil du jetzt gerade die letzten 25 Jahre immer treu warst, heilig genug warst und alles richtig gemacht hast. Ein Erbe hast du, weil du Kind bist. Und bei mir als Lehrer, als Beamter, haben wir diese verschiedenen Stufen. Ich bin Beamter auf Widerruf, dann bin ich Beamter auf Probe. Und dann irgendwann, wenn ich alle Prüfungen bestehe und die Leute mir den Daumen hochgeben, dann werde ich Beamter auf Lebenszeit. Das heißt, der Staat behält sich mit Recht vor, erstmal mich durchzuchecken, ob er mit mir nicht vielleicht einen großen Fehlgriff macht und ich ihm mehr auf der Tasche liege, als ihm irgendwie zu helfen. Und oft denken wir, dass Gott uns so behandeln würde. Meine Kinder habe ich weder auf Widerruf noch auf Probe, so auf Lebenszeit. Sie mich und ich auch sie. Und so ist auch Gott, das ist Erbe. Es wird dir gegeben und du sollst damit machen, wozu Gott dir das gegeben hat. Ob du das nimmst oder nicht, hat nichts damit zu tun, dass du nicht Kind bist, sondern es ist ein Vertrauen, was Gott dir gibt, eine Verheißung, die Gott dir gibt und was wir nehmen sollen. Ja, mein Erbe, was ist das jetzt? Wir sehen im Neuen Testament, dass mein Erbe ist, dass in mir dieser Charakter Gottes geformt wird. Das heißt, in meiner Familie ist es möglich, dass ich
ein reines Vorbild bin, dass ich Vorbild in der reinen Liebe, in Kraft, in Freude und in Frieden bin. Und zwar permanent. Selbst in diesen Tagen. Selbst mit persönlichen Herausforderungen. Und oft nehmen wir 10, 20, vielleicht sogar 30% von diesem Erbe in Anspruch. Weil wir denken, wir könnten nicht, wir sind nicht, zu viele Fehler gemacht, das, das, das. Aber das ist das Erbe, wofür du eigentlich theoretisch erstmal nichts tun musst, sondern was dir Gott gegeben hat. Wir sehen das von Anfang der Bibel, dieser Mensch, der das Ebenbild Gottes reflektiert. Und das ist deine Berufung. Das hat Gott sich nicht ausgedacht, als du gerade dich bekehrt hast und 2 Wochen lang schön Bibel gelesen hast. Das hat er sich nicht ausgedacht, als du so schöne Äuglein hattest, als du geboren wurdest. Das hat er sich ausgedacht, bevor du geboren wurdest. Das ist dein Erbe. Hat nichts erstmal mit dir zu tun. Hat nichts mit deiner Leistung, mit deiner Treue, mit deiner Reife zu tun. Sondern hat mit dem Plan Gottes zu tun. Und Gott überlegt sich seine Verheißungen nicht jede Generation neu. Er wiederholt das. Abraham sagt das. Er wiederholt das bei Mose, beim Bund. Er wiederholt das zu Josua. Und Gott wiederholt das Generation nach Generation nach Generation. Die Verheißung über das Erbe, was er hat. Und wie schade, wie traurig machen wir Gott, wenn wir nur die Hälfte des Erbes nehmen. Wenn wir nur einen Bruchteil des Erbes nehmen, weil wir nicht diese Kühnheit haben und Opferbereitschaft, die wir bei Menschen als Selbstverständlichkeit sehen, wenn es um ihr eigenes Land geht. Aber wo ich manchmal mit meiner Lässigkeit die Dinge nicht in Anspruch nehme. Und genau das ist einer der Hauptgründe, warum wir das, glaube ich, oft nicht erleben, ist eine Lässigkeit und Passivität. In Josua 18, Vers 3 ermahnt Josua sein Volk kurz bevor er stirbt. Da sagt er, und Josua sprach zu den Söhnen Israels, wie lange seid ihr so lässig und träge und faul, dass ihr nicht hineingeht, um das Land einzunehmen. Das ist das Ausmaß von Land, was wir so als typisches Volk, als Land Israel kennen. Das hatten sie da. Und Mose erinnert sie, hey, wir haben gerade 20% genommen. Wir haben gerade 20% von unserem Land genommen. Warum sind wir oft so träge und lässig, das Erbe nicht zu nehmen? Aber schnell beim Beklagen. Dass das oder das oder das nicht funktioniert und dieses göttliche Leben in meinem Leben irgendwie nicht funktioniert. Weil ich, und dann haben wir irgendwelche Rechtfertigungen oder Erklärungen. Aber der Hauptgrund ist, wie wir gelesen haben, Unglaube. Dass ich das ganze Land vielleicht gar nicht kenne, das Gott mir gegeben hat, meine Berufung gar nicht richtig kenne und ich nicht begreife, was Gott eigentlich für mich hat. Und es ist so schön, wenn ich das erkenne. Du darfst mal mit mir springen zu Epheser 3. Da lesen wir nämlich etwas davon, was meine und deine Berufung ist. Und wo uns auch Paulus immer wieder mit verschiedenen Worten von Superlativen dazu ermutigt, groß zu denken und 100% des Erbes in Anspruch zu nehmen und anzuvisieren. Und da lesen wir zum Beispiel in Kapitel 3, dass dieses bekannte Gebet, da lesen wir zum Beispiel in Vers 16, er betet, dass wir durch den Geist mit Kraft gestärkt werden. Das ist eine Bitte, das zu erkennen, was uns gegeben wurde. Ein Erbe muss ich nicht erbitten. Ein Erbe habe ich. Aber ich darf bitten, dass ich das Erbe erkenne. Das heißt, theoretisch muss ich nicht um die Dinge des Erbes beten. Darf ich beten, aber warum nicht unser Herz im Glauben leeren und die Dinge nehmen, die Gott uns gegeben hat. Und bitten für Verständnis, das auch zu realisieren. Vers 17, dass der Christus durch den Glauben in unseren Herzen wohne. Vers 19, damit wir oder damit du die Liebe des Christus erkennst, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Und jetzt das endgültige Ziel. Damit du erfüllt wirst bis zur ganzen Fülle Gottes. Wow, das ist ein gutes Erbe, würde ich sagen. Das ist ein gutes Erbe, das in meiner Familie zu leben. Es ist ein gutes Erbe, das in meiner Gemeinde zu leben. Es ist ein gutes Erbe, das auf meinem Arbeitsplatz zu leben. Und dann sagt jemand, aber Bernd, du musst doch auch praktisch sein. Das muss doch praktisch werden. Es muss praktisch werden. Es ist gut, den ersten Schritt zu sehen, aber ohne, dass ich das Ziel sehe und weiß, was mein Erbe ist, kann ich mich nicht mit Mut und Richtung mein Erbe annehmen.
Zu oft sagen wir, aber es muss doch praktisch werden, wenn wir diese Verse lesen oder denken uns das, denken, okay, das ist irgendwie eine ominöse Fülle Gottes, keine Ahnung, was das ist, weil wir nicht Verständnis haben über das Erbe. Und dann wische ich das weg mit, es muss ja praktisch werden. Ja, ja, es muss praktisch werden. Aber lass Gott doch, lass den Heiligen Geist mal doch 3 Sekunden Zeit, dein Erbe dir vor Augen zu führen. Und wisch das nicht mehr weg mit, ja, ich spüre es gerade nicht. Oder, weißt du, was ich meine? Die Fülle Gottes soll in meinem Leben sichtbar sein. Sie ist da durch den Heiligen Geist. Aber mein Mitmensch hat davon nichts, wenn ich heute depressiv und schlecht gelaunt zur Arbeit gehe. Die Fülle Gottes, des Charakters Gottes. Das, was Gott seit Anfang der Schöpfung geplant hat, dass wir widerspiegeln, wer und wie er ist, das soll sichtbar werden. Das heißt, wenn ich immer wieder Herausforderungen habe mit verschiedenen persönlichen Schwächen, dann kann ich mich selbst im Gebet lehren. Es ist Ziel, dass ich die Fülle Gottes präsentiere. Das, wie wir gelesen haben, dass mein Verstand erfüllt wird mit so genauer Kenntnis von der Liebe Gottes, von der Liebe des Christus. Dass mein Herz gestärkt ist, mein Inneres mit Kraft gestärkt wird und dass ich sogar realisiere durch den Glauben, dass Christus in mir wohnt. Und das ist enorm praktisch. Das heißt, du gehst raus und du siehst jeden Menschen mit Gottes Augen, wie kostbar er ist. Du reduzierst ihn nicht auf einen Gesichtsausdruck und einen Kleidungsstil, sondern ich sehe seine ewige Berufung in ihm. Und wie schön ist das, wenn ich mein Erbe vor Augen habe. Dann begreife ich, es ist möglich, dass ich in meiner Familie ein Vorbild von reiner Liebe, von Kraft, von Frieden und von Freude bin. Auch in diesen Tagen. Und das ist unser Erbe, das ist dein Erbe. Dass du auf deinem Arbeitsplatz ein Zeugnis bist. Dass du in deiner Gemeinde ein lebenswichtiges Körperteil bist. Sagst du, aber ich bin doch nie auf dieser Bühne hier. Ja, brauchst du auch nicht. Du hast doch ein Kämmerlein. Du hast doch 2 Beine, 2 Arme und einen Mund, mit dem du hier ein Riesensegen sein kannst. Wenn dein Herz bereit ist. Und wie schön ist das, wenn wir das erlauben. Wie bete ich jetzt, um mein Erbe einzunehmen? Ich bete diese ganzen Gebete, sei es in Epheser 1, sei es den ganzen Kolosserbrief oder sei es hier in Epheser 3. Ich bete diese Gebete in der Ich-Form und lehre mein Herz, das zu glauben, was mir gegeben wurde. Ich setze nicht 1000 Bedingungen dahinter und frage auch nicht meine Gefühle, Umstände oder Mitmenschen, sondern ich glaube und sage Gott, das ist mein Erbe, ich will das und ich nehme das und ich lerne jeden Gedanken und jedes Gefühl, das sich dagegen erhebt, zum Schweigen zu bringen. Weil die Kraft des Heiligen Geistes in mir lebt. Wir sehen beim Volk Israel oft 2 Gründe, warum sie nicht das Erbe in Anspruch nehmen. Es ist Passivität. Vom Ende des Lebens, Josua sagt, warum seid ihr so träge? Warum wisst ihr das gar nicht? Wisst ihr, was euer Erbe ist? Und dann erinnert er sie. Und auch diese Anklage, dass ich nicht gut genug bin. Wo sie immer wieder, zum Beispiel bei der Stadt Ai, versagen. Und Josua, die erste Reaktion ist, am Wort Gottes zu zweifeln. Gott, warum hast du uns hierher geführt? Die Schuld liegt immer bei mir. Und das ist wunderbar. Weil dann weiß ich, wo ich suche. Es ist immer bei mir. Es ist immer mein Unglaube. Und das ist wunderbar, weil der Heilige Geist doch genau da ist, um mich zu lehren und mich zu stärken. Ja, wenn es der Mitmensch ist, ja, den kann ich vielleicht in 100 Jahren nicht verändern. Und dann kann ich 100 Jahre warten und meine Erbe nicht in Anspruch nehmen, weil Person A oder Person das und das nicht macht. Ja, großartig. Das ist wunderbar, wenn bei mir, von mir alles abhängt, weil der Heilige Geist bereit ist, bei mir alles zu tun. Ja, Kampf bedeutet nicht, dass Gott nicht mit mir ist. Sondern Kampf bedeutet, dass da Land einzunehmen ist. Und wenn du Herausforderungen, Schwierigkeiten hast, dann ist da Land einzunehmen. Dann geht es nicht, ob du ein Versager bist oder nicht, sondern geht es darum, dass da Land einzunehmen ist und dass Gott dich lehrt und Offenbarung geben will, was es heißt, dass er durch dich, mit dir in Einheit diese Dinge kämpfen will. Halleluja. Gestern dachte ich mir, warum hat Gott eigentlich nicht den ganzen Feind einfach weggeschickt? Aber es geht doch seit Anfang der Schöpfung darum, dass Gott und ich zusammen gehen und sichtbar wird, die Dinge sind nur möglich, weil der Mensch und Gott zusammenkommt. Und lass uns doch, ja, dieses Erbe einnehmen.
Nicht langsam sein, nicht mutlos sein, uns nicht selbst runtermachen, sondern dieses Erbe, was Gott dir versprochen hat, tatsächlich in Anspruch nehmen. Danke, Vater Herr, für das Erbe, was du uns gegeben hast. Und ich bete, Herr, dass wir immer mehr wegkommen, Herr, von dieser Begrenzung, dass wir nur glauben und hoffen, dass du Dinge geben würdest, sondern dass wir in dein Wort schauen und begreifen, welches Erbe uns gegeben wurde. Und wir mit Recht, mit Kühnheit und mit Opferbereitschaft für das eintreten können, was mir gegeben wurde, was meins ist und was ich nehmen soll. Und ich danke dir, Vater, dass du uns fähig machst, ein Segen zu sein in unseren Familien, in unseren Beziehungen, auf dem Arbeitsplatz, aber auch ganz besonders hier in dieser Gemeinde, dass kein einziger hier ja, einfach nur ein schlaffes Körperteil ist, was da irgendwie dranhängt, aber gar nichts tut, Herr, sondern begreift, dass wir gefüllt sind mit deiner Kraft, Herr. Halleluja. Amen. Amen.